Hallo und guten Abend. Willkommen zu einer Veranstaltung heute über Ägypten. Mein Name ist Bente Scheller. Ich leite hier eine Stiftung des Referaten Ost- und Nordafrika. Und ich freue mich, dass wir diese Gelegenheit heute haben, mit Nadim Houri und der Arab Reform Initiative diese Veranstaltung zu machen. Ich werde Ihnen gleich unsere Gäste vorstellen, aber erstmal möchte ich mich herzlich bedanken, denn derjenige, der diese Veranstaltung hier im Haus gemanagt hat, Johannes Gunisch, unser neuer Referent für Israel, Palästina, Jordanien und Ägypten, ist hier im Saal, aber heute nicht so sichtbar. Auf jeden Fall bin ich sehr dankbar für die Bemühung von ihm und von dem ganzen Nahost-Team in der Stiftung, das hier zu machen. Wenn Sie Übersetzung brauchen, es wird hier nicht Arabisch auf dem Podium gesprochen, wohl aber Deutsch und Englisch. Ich begrüße Sie jetzt auf Deutsch, aber damit die Diskussion sich einfacher handhaben lässt, würde ich dann auf Englisch umschalten. Wenn Sie auch umschalten wollen, und zwar im technischen Sinne, können Sie sich dort hinten das geeignete Equipment holen. Wir haben einen Livestream, falls Sie noch Freunde haben, die gerne gekommen wären, es aber heute nicht vermögen, weisen Sie sie gerne noch darauf hin. Wir würden Sie jedoch bitten, von eigenen Ton- und Bildaufnahmen abzusehen. Wir haben vor wenigen Tagen im Prinzip den 9. Jahrestag der ägyptischen Revolution erlebt. So richtig feiern konnten wir das natürlich nicht, weil die Revolution so zu vielem nicht geführt hat, wie ursprünglich erhofft. Aber nichtsdestoweniger. Sie hat dazu geführt, dass wir eine faszinierende Bandbreite von Aktivistinnen und Aktivisten, von Künstlerinnen und Künstlern sehen, die sich für Rechte einsetzen, für Freiheiten und für verschiedenste Themen, die wir so alle nicht gesehen hätten. Deswegen denke ich, wir sollten trotzdem uns davon immer wieder überzeugen. Es gibt Aktivistinnen und Aktivisten, die sehr viel zu bieten haben, auch wenn vielleicht die großen Träume, die großen Aspirationen so sich nicht erfüllt haben. Begleiten wir das als Heinrich-Böll-Stiftung natürlich intensiv und mit großem Interesse. Wir sehen eine Situation in Ägypten, bei der die Menschenrechtsverletzungen weiterhin an der Tagesordnung sind. Alleine seit September letzten Jahres wurden 4000 Menschen verhaftet. Gleichzeitig ist es kein Umstand, der sich in den internationalen Beziehungen so sehr niederschlägt. Insbesondere Deutschland unterhält, wie Sie wissen, sehr gute Beziehungen zu der Diktatur von Präsident Sisi. Und auch andere Staaten haben zwar durchaus Menschenrechte mit im Portfolio, wenn sie dorthin reisen, aber doch sehr verhalten. Deswegen denke ich, dass es sehr wert ist zu schauen, was sind eigentlich die Räume, in denen sich Aktivistinnen und Aktivisten bewegen. Räume erscheinen immer als etwas Statisches von ihrer eigentlichen Anlage, aber gleichzeitig werden sie gestaltet, sie werden geschaffen durch diejenigen, die sich selbst den Raum nehmen und die eben Wege finden, damit umzugehen, mit sich ständig verändernden Bedingungen gehen auch ständig verändernde Räume einher. Und deswegen bin ich entzückt, dass wir hier zwei Expertinnen haben, WissenschaftlerInnen und Aktivisten, die sich genau mit Räumen befasst haben, einerseits mit ganz physischem Raum, andererseits mit virtuellem Raum. Und natürlich geht es nicht nur um Räume innerhalb Ägyptens, sondern auch Räume der Diaspora. Und wie diese zusammenhängen, das können wir hier heute Abend diskutieren. Wir haben auf dem Panel Nadim Houri, Anwalt und Geschäftsführer der Arab Reform Initiative. Das ist eine Organisation, ein Think Tank mit Sitz in Paris. Nadim Houri ist auch Direktor des Terrorismus- und Antiterrorismusprogramms bei Human Rights Watch und hat eine Reihe von anderen wichtigen Tätigkeiten, die sich mit Menschenrechten, mit internationalem Verhalten bei Menschenrechtsbrüchen etc. befassen, vorher geleitet. Deswegen haben wir in ihm einen ausgewiesenen Experten, der uns sicherlich gleich mehr darüber erzählen wird, wie die Arab Reform Initiative aufgestellt ist. Über sie sind wir im Prinzip zum heutigen Abend gekommen, weil die beiden Papiere, die unsere anderen Panelgäste geschrieben haben, heute hier vorgestellt werden. Wir haben Lina Wahba, eine ägyptische Wissenschaftlerin und Frauenrechtsaktivistin. Sie lebt in Berlin und stellt hier gerade ihre Promotion fertig an der FU in Berlin. Und zwar am Zentrum für Nahost- und Nordafrika-Studien im Teilprojekt Effective Societies. Ihre Themen sind Geschlechtergerechtigkeit, Stadtpolitik und eben Teilhabe, Partizipation und die Rolle, die hier insbesondere emotionale Bindungen an Orte, aber auch an soziale Zusammenhänge darstellen.
Wir haben Ahmad Garbeya bei uns, ein Programmierer und Information-Aktivist aus Kairo. Jemand, der sich sehr stark mit Netzwerkpolitik befasst und hier auch als Berater für Datensicherheit arbeitet. Und beide werden sicherlich in ihrer Vorstellung der Papiere noch Näheres dazu sagen, wie sie zu diesen Themen kamen. Von hier aber würde ich gerne erstmal Nadim Houri das Wort geben, damit er uns einführt da rein, was macht die Arab Reform Initiative und wie passt dieses Panel in genau diese Aktivität. Danke, guten Tag. Das ist mein ganzes Deutsch. Ich muss Englisch reden. Bente, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind und dass Sie Heinrich-Böll-Stiftung hier das organisierte. Die Arab Reform Initiative ist ein regionaler Think Tank und der sich fokussiert auf den Bereich arabische Welt und Nordafrika. Das ist kein Think Tank, der sich auf nationale, internationale Beziehungen konzentriert, sondern wie man die Region aus sich heraus reformieren kann. Die gibt es seit 2014 als Reaktion auf die Bush, 2004, Entschuldigung, als Reaktion auf die Bush-Agenda. Wir wollten Reformen und nicht Waffen. Und es gab ja dann den Irakkrieg und Gedenkschulen aus dieser und kamen aus der Region zusammen und haben gesagt, ja, Demokratisierung und Reform wird es nur von den Graswurzeln geben. Die Gesellschaften sind sehr lebhaft. Wir wollen selbst Wissen produzieren und Politiken aus von der Graswurzelperspektive. Die Denkschulen haben sich entwickelt hier, die Denkfabriken hier, die wir haben, haben sich entsprechend entwickelt und wir hoffen, dass wir die Denkfabrik sind, die begleiten kann, die neue Generation, die wir hier haben seit 2011. Warum rede ich von neuer Generation? Es ist ja nicht nur so, das alte Modell der Regionsregierung ist tot. Wir wissen nicht, was jetzt kommt, aber der alte soziale Kontrakt, den gibt es nicht mehr. 2011 sahen wir eine erste Welle von Ländern, die den alten sozialen Kontrakt zurückgewiesen haben. Und wir sehen jetzt Algerien, wir sehen Libanon, wir sehen Sudan. Die Länder, die sagen, das alte Modell funktioniert für uns nicht mehr politisch, wirtschaftlich und kulturell auch nicht. Das heißt, es sind sehr lebhafte, aktive, energiegeladene Gesellschaften. Aber die Stimme, die da kommen, haben keine Plattform, und über ihre Erfahrungen zu reden und über ihre Wünsche. Das heißt, wir sind keine Denkfabrik, aber unsere Ambition ist es, eine Plattform, eine Stimme zu geben für all diese Dynamik, die es seit 2011 gibt. Und das erklärt, warum wir diese zwei talentierte Forscherinnen haben, die hier wirklich zwei wirklich neue Papers dargestellt, neue Aktivismus sich angeschaut haben, der sich seit 2013 in Ägypten entwickelt. Und diese Paper schauen sich diese Entwicklung an. Wir gucken uns dort neue Formen der Mobilisierung in Ägypten und anderen Ländern an. Wir schauen uns auch Jugendbewegungen an und die ähnlich zur Jugend in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Jugend ist sehr politisch, aber sie wollen nicht mehr in politischen Parteien organisiert sein. Sie sind sehr engagiert, aber denken, Engagement kann man auch anders machen. Wir versuchen, das zu verstehen. Wir versuchen, diese neuen Formen des Engagements zu verstehen und ihnen eine Stimme zu geben und sie zu unterstützen. Die große Herausforderung ist ja, diese horizontalen Bewegungen, sehr, sehr demokratisch, sehr aufregende, sind die nachhaltig? Können wir von denen lernen? Denn unser Modell ist es ja Zusammenarbeit zwischen südlichen Städten. Vielleicht funktioniert was in Tunesien, dann kann man in Libanon auch, vielleicht hat man im Sudan was, dann kann man vielleicht im Irak davon lernen. Das heißt, wir wollen Süd-Süd und auch Nord-Süd-Informationsaustausch fördern. Deswegen haben wir heute auch dieses Panel in der Partnerschaft mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist
eine Sache, die sehr viel Sinn macht. Denn wir hören hier heute von Leuten, die jetzt vor Ort aktiv sind. Ich belasse es mal erstmal dabei. Vielleicht können wir nachher da später in der Panel-Diskussion ein wenig mehr ins Detail gehen. Vielen Dank, Nadim. Ich möchte natürlich die Fragen ermöglichen nach den Präsentationen. Ich möchte jetzt das Wort geben an... Ja, Sie, vielleicht erklären Sie selber, was Sie da machen. Are you sure you don't want to say anything? No, please go ahead. Well, the paper I... Gut, also den Artikel, den ich geschrieben habe, da es geht es um die Arbeit, die ich absolviere, also mit verschiedenen Gruppen und zu den Praktiken des Zusammenarbeits bzw. des gemeinsamen Produzierens von Wissen. Gemeinsam Wissen zu produzieren und zu kuratieren und das Ganze dann auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das hauptsächlich auf Arabisch. Und im theoretischen Teil argumentiere ich, dass durch die Unterstützung dieses Prozesses, dass man eben zusammenarbeitet und dass die Menschen, die ein gemeinsames Interesse für bestimmte Themen haben, dass diese dann öffentliche Fragen diskutieren können, die ihnen wichtig sind oder Aktivisten wichtig sind oder eben ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern sind, wie in Ägypten oder auch anderen Regionen, wie Nadim das schon angesprochen hat. Also wichtige Fragen oder Dinge, die noch nicht ausreichend beantwortet wurden oder geklärt wurden von der Gesellschaft, in der sie leben. Und zwar in Politik und Wirtschaft und Gesellschaft. Also meine Theorie ist, dass wenn man den Menschen ermöglicht, dass sie zusammenarbeiten und so gemeinsam Wissen generieren, dass sie diese Lernreise gemeinsam absolvieren können und dadurch dieses Ergebnis der breiteren Öffentlichkeit hilft und auch der Diskussion in der breiteren Öffentlichkeit zu diesem Thema hilft. Und ein weiteres Ziel ist, dass man auch verschiedene Verbindungen und Links zwischen den Menschen und einer Art der Selbstorganisation schafft. Also beispielsweise haben wir Wikigender bei uns. Das ist, sind Bestrebungen hier auf Arabisch über Fragen der Geschlechtergerechtigkeit und Frauen zu sprechen in den einzelnen Gemeinden, aber auch in Ägypten, aber auch in der arabischen Welt. Und zwar nicht aus der Perspektive der Translation. Also da gibt es natürlich auch viel Material bereits, was vorhanden ist, sondern eben eher aus einer lokalen Perspektive. Also Erfahrungen aus erster Hand der Teilnehmer ist halt wichtig. Es sind Frauen, es sind Männer, queer oder auch nicht queer. Also ihre tägliche Interaktion mit der Gesellschaft, in der sie leben, wo diese Fragen eben relevant sind oder eben auch erörtert werden. Ja, also dieses Projekt, das ich hier erkläre, da versuche ich das Ganze auch in dem Artikel zu erläutern. Und das Projekt läuft eben seit 4 Jahren. Soll ich noch weitere Dinge dazu sagen oder gehen wir später nochmal darauf ein? Also Sie sind auch Teil des Projektes von Wikigender und unterstützen das nicht nur so? Ja, also ich biete die technische Unterstützung für die Gruppe, aber ich versuche auch hier eine Gemeinschaft um dieses Konzept herum aufzubauen, also dass man gemeinsam Wissen erarbeitet und veröffentlicht. Das heißt, ich habe 2 Ziele. Also einmal, dass ich diese Gemeinschaft fördere, also dass ich auch diese
Transition, also diesen Wandel hin zu einer selbstorganisierenden Rolle sozusagen fördere, also eine selbst organisierte Regierungsform, und dass ich natürlich auch die technische Unterstützung bereitstelle. Und das mache ich eben so gut wie möglich für verschiedene Gruppen. Also es ist so, dass es quasi eine Plattform gibt, wo jeder Wissen beisteuern kann, das generiert wird, das dann zusammengetragen wird. Also wie viele von Ihnen gibt es sozusagen oder wie viele sind in den Gruppen? Also ich denke, aktive Autoren oder Beitragende sind ungefähr 40 Personen. Die Hälfte davon sitzen in Kairo, die andere Hälfte in Beirut. Und sobald das Projekt gestartet war, hat die Kerngruppe verschiedene Interessenbekundungen erhalten und auch Bitten und Ersuchen um Kollaboration, also Zusammenarbeit, sogar aus Mauretanien beispielsweise. Und der nächste Schritt war es, dann nach Beirut zu gehen, weil das natürlich die nächste große Stadt ist, wo derartige Aktivitäten auch schon vorhanden sind und wo es eine lebendige Gemeinde gibt in diesem Bereich der Forschung und auch der Wissensgenerierung. Also ja, so weit sind wir bisher gekommen. Gut, vielen herzlichen Dank. Soweit die Einführung zu dem Online-Raum, mit dem Sie sich befassen. Jetzt möchte ich mich an Dina wenden, denn sie arbeitet an dem physischen Raum Maspero, einem Teil von Kairo, der sehr wichtig war für 2011, und sie hat Forschung dort durchgeführt. Und was ist hier mit diesem Raum passiert und mit den Bewohnern? Vielen herzlichen Dank, Bente, und auch vielen Dank Dank an die ARI, dass ich den Raum bekommen habe, wo ich meinen Artikel veröffentlichen konnte, und natürlich auch an die Heinrich-Böll-Stiftung für die Veranstaltung. Also das ist wirklich sehr wichtig, insbesondere jetzt hier zum 9. Jahrestag der Ägyptischen Revolution. Also mein Artikel konzentriert sich auf die Rechte der armen Stadtbevölkerung und der örtlichen Politik in Kairo. Und ich schaue mir einen ganz speziellen Bezirk an. Das heißt mir Maspero, das nennt sich Maspero Dreieck. Und das ist eine Gegend, die in der Nähe des Tahrirplatz, also benachbart ist vom Tahrirplatz. Und da leben 4000 Familien, und zwar schon seit Generationen. Also es ist ein sehr altes Viertel. Und dieses Viertel war sehr wichtig für die Revolution. Und ich habe mir sozusagen den Kampf der Menschen angeschaut, der Bewohner in diesem Viertel, wie sie sich gegen Zwangsräumung gewehrt haben, bis das Viertel letztendlich 2018 komplett zerstört und abgerissen wurde. Also jetzt gibt es die Bewohner dort nicht mehr. Also ich habe mir sozusagen diese städtische Umstrukturierungspolitik angeschaut, die in Kairo stattfindet und die Ärmsten betrifft, und habe mir dann auch die Rolle der Armen in der Ägyptischen Revolution angeschaut. Und das ist ein Thema, das nicht so häufig diskutiert wird. Und ich sage jetzt nicht, dass die arme Stadtbevölkerung jetzt maßgeblich war für die Revolution 2011, aber es gab natürlich eine kritische Masse. Also das ist keine homogene Menschengruppe. Sie ist natürlich so vielfältig wie jede andere Gruppe von Menschen. Einige haben das unterstützt damals, andere nicht. Aber diese kritische Masse hat natürlich eine wichtige Rolle dabei gespielt, sowohl in der Gegend in Kairo als auch andernorts. Sie haben Aktivisten auch geführt. Sie haben quasi den Platz auch verteidigt. Sie haben Aktivisten bei sich zu Hause untergebracht und versteckt und haben sichergestellt, dass der Platz nicht wieder von der Polizei eingenommen werden konnte. Also das hat etwas mit diesem Raum zu tun. Dort wurde Wissen generiert, und es ging eben auch um diese Kontrolle dieses Raums. Und natürlich habe ich mich auf die Literatur konzentriert, die es dazu gibt. Und also natürlich der Abriss dieses Viertels betrifft nicht nur Masbiero, sondern auch andere Viertel, auch außerhalb Kairos beispielsweise. Also es geht nicht nur um wirtschaftliche Vorteile und Investitionsmöglichkeiten, so wie der Regierung natürlich argumentiert, sondern es gibt auch einen politischen Hintergrund. Und da geht es einfach um die Dekonstruktion dieser armen Stadtbevölkerung und einer neuen Form der Kontrolle über die arme Stadtbevölkerung. Also
Ich sage, dass die ägyptische Regierung das Zentrum Kairos umstrukturiert, dort, wo die Revolution letztendlich auch stattfand. Aber die Pläne gab es schon vorher. Also unter Mubarak gab es schon Pläne für 2015, um Kairo drastisch umzugestalten, wie London oder Paris, bis 2050, Entschuldigung. Und dieser Plan wurde von 2050 auf 2052 abgewandelt. Und das ist ein wirklich umfassender Plan. Masbiru soll sozusagen das Manhattan von Kairo werden oder sollte das Manhattan von Kairo werden. Und auch unter Al-Sisi gibt es dieses Ziel, eine neue Hauptstadt für Ägypten aufzubauen, ein bisschen außerhalb von Kairo. Das ist wirklich ein Megaprojekt, das ungefähr 500 Milliarden US-Dollar kosten wird. Also die Geschichte der Vertreibung oder der Zwangsräumung von verschiedenen Vierteln, also nicht nur von Masbiru, sondern auch anderen, Mataba beispielsweise, also da gibt es eben auch die Gefahr von Zwangsräumung. Und das ist eben auch eine Möglichkeit für den Staat, hier öffentliche Unterstützung zu erzielen und das, also, und zwar auch mit Hilfe von Baltagi, dieser Baltagi-Diskussion. Damit werden diese Gebiete als Horte der Kriminalität beschrieben, wo es Brutalität gibt, Kriminalität, um so sicherzustellen, dass die notwendige öffentliche Unterstützung generiert werden kann, sodass, wenn diese Vertreibung geschehen, dass das als etwas Positives betrachtet wird, um diese kriminellen Gegenden sozusagen auszumerzen oder zu beseitigen. Also das ist ein wichtiges Versprechen und das sie in seiner Präsidentschaft. Und als sie haben auch ein Wohnungsbauprojekt, Al-Asmarot, das heißt auch Lang lebe Ägypten, das ist ein anderer Name dafür. Und das war quasi auch der Slogan, den Al-Sisi in den Wahlen vorgebracht hat. Das zeigt auch, wie wichtig das Projekt für die Präsidentschaft ist. Und das ist ein Wohnungsbauprojekt in der Peripherie Kairos. Vielleicht kann man sich dann auch vorstellen, dass Menschen beispielsweise in Mitte, also es ist vielleicht so wie in Mitte und Spandau sozusagen die beiden Bezirke. Und 2016 Gandas, da gibt es einen großen Wohnkomplex für viele Familien. Und insbesondere die Menschen aus Masbiru wurden dort untergebracht. Und dort gibt es natürlich viele Probleme. Ich kann jetzt nur drei Hauptprobleme nennen. Also zunächst einmal Dienstleistung bzw. einen Mangel an Dienstleistung oder Infrastruktur. Das heißt, diejenigen, die mitten in Kairo gelebt haben, hatten natürlich Zugang zu allen, zu Märkten, Krankenhäusern, Universitäten, Schulen. Aber jetzt in diesen etwas entlegenen Gegenden, da gibt es quasi wortwörtlich Wüste drumherum. Da finden Sie keine Dienstleistungen, die Sie sich leisten können. Es gibt kein Krankenhaus, nur eine kleine Klinik. Und das hat wirklich Auswirkungen auf Frauen in erster Linie und natürlich auch ältere Mitbürger mit besonderen Bedürfnissen, die eben von dieser Veränderung stark betroffen sind. Das zweite Problem, das hat ebenfalls mit der Entfernung zu tun, ist die hohe Arbeitslosenrate. Das heißt, junge Menschen haben ihre Arbeit verloren durch diese Umsiedlung und jetzt müssen sie viel pendeln, um sozusagen ihren Job erreichen zu können. Und das kostet aber ebenfalls sehr viel. Das heißt, die Arbeitslosenrate ist dadurch gestiegen. Und das hat natürlich auch die Beziehung zum Staat verändert. Also es gibt auch eine andere Form der Überwachung. In den alten Vierteln hatten die Menschen eine Art der eigenen Kontrolle über diesen Raum. In diesen neuen Gebieten ist es so, dass sie ständig von der Polizei überwacht werden. Es gibt Checkpoints, wo sie überprüft werden. Und das Wohnungsbauprojekt Nasmarat wird betrachtet als die Idee des Staates einer idealen Gesellschaft. Also man versucht hier, die Menschen zu verändern, die so lange
über so viele Jahre in diesem informellen Zustand gelebt haben. Und indem man gegen diesen informellen Zustand kämpft, kämpft der Staat natürlich auch gegen die sozialen Praktiken in den Gemeinden und gegen die, das soziale Gefüge. Das heißt, die Menschen sind es eigentlich gewohnt, dass es zum Beispiel gemeinschaftliche Essen gibt für Ärmere. Also sie können zusammen essen, beispielsweise wird angeboten. Oder die Hochzeiten finden auf der Straße statt, einfach weil sie sich es nicht leisten können, irgendwo in Räumlichkeiten zu gehen. Aber das ist jetzt sozusagen unterbunden. Das wird als informelle Struktur betrachtet. Das ist auch verboten. Das heißt, wenn es keine spezielle Genehmigung gibt und so weiter und so fort. Also diese Art der konstanten Überwachung führt dazu, dass die Menschen sich so fühlen, als wären sie in einem offenen Gefängnis sozusagen jetzt gefangen. Und noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte, ist, also ich habe auch festgestellt oder fand es auch sehr interessant, dass die Menschen, die unter diesen Bedingungen leben, auch verschiedene Formen des Widerstandes nutzen und auch des Aktivismus. Also sie gehen vor Gericht beispielsweise, sie kämpfen vor Gericht dagegen, sie nutzen Kunst, Graffitis, beispielsweise auch in den Gemeinden, auch in den neuen Wohnbezirken oder auch ganz populäre Musik, um das Bewusstsein zu schärfen, um die Probleme zu kommunizieren. Natürlich werden sie in den Mainstream-Medien marginalisiert. Das heißt, sie nutzen dann ihre eigenen Wege, um öffentliche Äußerungen zu kommunizieren und ihren Kampf zu kommunizieren, um auch Solidarität zu generieren und sich auch zu organisieren. Das heißt, in diesen ganzen Gemeinden gibt es mindestens ein oder zwei gemeinschaftliche Räte sozusagen, wo man versucht, die Gemeinde gegenüber der Regierung zu repräsentieren. Und sie haben auch Familienräte entwickelt, um die Gemeinde zu repräsentieren, um eine Stimme zu haben. Und sie versuchen immer wieder, das Narrativ des Staates zu widerlegen. Also sie sprechen über ihre vielfältige Gemeinschaft, dass sie produktive Bürger sind, sozusagen mit den gleichen Rechten in der Gesellschaft. Und letztendlich möchte ich noch sagen, dass ich immer denke, dass es sehr interessant ist, dass es hier eben nicht immer nur um Ägypten geht. Das ist wirklich ein umfassenderes Problem einer Neoliberalisierung der Städte. Und was hier ganz interessant ist zu sehen in nicht-demokratischen Gesellschaften, also natürlich kann man hier auch die Gentrifizierung sehen und die hohen Mieten. Und da gibt es auch in Berlin bereits eine starke Bewegung. Aber in nicht-demokratischen Gesellschaften ist es so, dass die Bürger nicht in Opposition zum Investor sind, sondern zum Staat, zur Regierung selber. Also ich denke, das ist hier ein etwas unterschiedlicher Kontext. That gives us already so many things to talk about. I mean, da haben wir ja dann doch einiges, über das wir reden müssen. Sie haben ja auch gesagt in Ihrem Paper, Maspero ist die Heimat sozusagen. Ja, wie stark Bürgerinnen und Bürger sich identifizieren mit dem Ort, wo sie herkommen. Und die nehmen diesen Geist mit sich. Akzeptieren natürlich nicht die Wirkung des Staats, Reorganisation, aber sind das verschiedene Formen, die man da jetzt nutzt? Man muss alte Rituale sein lassen. Können Sie uns kurz darlegen, was jetzt da sich an der Form ändert, aber dem gleichen Geist huldigt? Ja. Man bekam drei Optionen als Bewohner dort. Man konnte nach Asmarat umziehen. Da versucht man, die Community am Leben zu halten. Versuchen, trotz allem sich zu treffen, Konsens zu finden, wenn sie Probleme haben, Lösungen zu finden, 4, 5 Leute, die die Community dort repräsentieren. Man versucht immer noch, die Gemeindetreffen aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich sehr schwierig.
ob das jetzt in der Zukunft auch noch schwierig ist oder ob man dann eine bestimmte Kontrolle über den Raum hat, den man dann da hat. Das ist ja noch relativ frisch. Man ist ja erst im letzten Jahr umgezogen. Aber es gibt 900 Familien, denen wurde versprochen, dass nach Beendigung der Entwicklung sie wie nach Naspiro zurückkehren dürften. Das ist noch zu sehen. Es gab wenig Geldkompensation. Man hat eine Facebook-Gruppe und man redet dort natürlich darüber, dass man verstreut worden ist, dass es dieses soziale Gewebe nicht mehr gibt. Das stimmt ja auch. Ich habe mit Maspiro-Menschen gesprochen. Sie sind älter als der Staat. Wir waren schon hier, bevor Ägypten Nationalstaat wurde. Ja? Die haben entsprechende Nachweise, dass sie sozusagen Landbesitz hatten, zugewiesen vom König. Das heißt, eine über Generationen entwickelte Bindung an diesen Raum. Es ist also nicht nur etwas, wo man lebt, sondern das ist für sie eine Überlebensfrage, dort zu sein. Der Punkt, den Sie da erwähnt hatten, Sie hatten gesagt, einige haben Facebook. Wie sieht es mit der Online- Gruppe. Wie findet man sich online und wie vertraut man einander? Das ist eine interessante Frage. Wie ist es mit dem spezifischen Projekt bei mir gewesen, wenn ich das mal erwähnen darf? Ja, wir haben den Leuten eine Chance gegeben. Man hat Interesse gezeigt und dann gibt man den Leuten die Chance und versucht, sie zusammenzubringen. Und wenn die Dinge gut funktionieren, wenn die Chemie zwischen den Leuten funktioniert, dann akzeptiert man Leute in die Gruppe. Eine der Politiken, die dieses Kollektiv bisher bestimmt haben, war ja folgende. Wir haben Kontrollgruppen da bestimmt. Das heißt, es gibt kein offenes Sign-up auf der Website. Das heißt, einfach so ein Konto öffnen und dann beitragen. Also es ist das Modell von anderen Websites, wie zum Beispiel des berühmten Wikipedia. Wiki Gender hat das nicht gemacht. Man wollte wachsen, kontrolliert durch Auswahl von Leuten, durch Einführung in die Community dieser Personen, durch Schulung der Leute, was die technischen Dinge angeht, was jetzt die Nutzung der Plattform angeht. Das ist nämlich nicht so richtig intuitiv, wenn ich das mal so sagen darf. Und aber auch durch Integrierung der Neuen in die Community, einer bestehenden, einer lebenden Community, die im Cyberspace aktiv ist und besteht aber auch im echten Leben. Das ist natürlich was anderes als natürlich vollständiges Vertrauen ohne physischen Kontakt herzustellen, was vielleicht das Thema wäre von Technologien wie Blockchain oder digitalen Signaturen oder was auch immer, die das Vertrauen dehumanisieren und das Ganze dann zu einem Algorithmus machen. Was auch eine Domäne für sich ist und was auch studiert wird und worüber auch Experimente laufen. Es ist ein heißes Thema eigentlich, aber wenn es jetzt um Arbeit geht, die sich bezieht auf Fragen, gesellschaftliche Fragen, Probleme, die belasten die Menschen, dann ist menschliche Interaktion und traditionelle Vertrauensbildungsmethoden die einzige Möglichkeit, Fortschritt zu machen. Aber jetzt über das spezifische Projekt hinaus, wenn man sich andere Formen der Online-Aktivismus anschaut, insbesondere bezüglich Ägypten, wie inklusiv sind die? Wer kann da überhaupt partizipieren? Wer kann überhaupt Zugang finden? Ist das gleicher Zugang für Frauen und Männer? Wie hierarchisch ist das organisiert und so weiter? Na gut, das sind genau die Fragen, die auch innerhalb der Gruppe diskutiert werden.
Und da bin ich auch sehr persönlich interessiert. Was ist das Ergebnis dieser Diskussion? Und meiner Meinung nach ist es so, dass die Gruppe eine gewisse Reife erreicht hat, wo diese Fragen dann auch wirklich heiß diskutiert werden, darf ich sagen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel bezüglich der Zusammensetzung. Die meisten Beiträge, Schreiberinnen sind, ja, sind Frauen. Und wer darf mit in die Gruppe, ist immer natürlich eine politische Frage vor allem. Und da ist es eigentlich unmöglich, ist zu wissen über die Person, zu wissen, bevor man sie reinlässt, ist Teil des Wertes dieser Übung ja folgender. Debattierung verschiedener Sichtweisen, wie man etwas angeht. Also dieses Thema zum Beispiel in dem Fall Frauen fragen, Gender, Sexualität. Das heißt, auswählen von Leuten, nur weil sie dem zustimmen, was wir denken, das würde ja nur eine Monokultur bringen, wo jeder gleich wäre. Und das wäre für mich nicht, für mich wäre das irrelevant. Gut, ich bin nicht Teil der die Governance der Community bestimmt. Nach den ersten paar Monaten habe ich das abgegeben. Aber die Vielfalt, der Meinungsvielfalt, selbst innerhalb einer Gruppe, die sich zum Beispiel als Feministinnen identifizieren, ist nicht trivial. Da gibt es immer noch Feministinnen mit marxistischem Hintergrund, welche mit anarchistischem Hintergrund und Feministinnen mit islamischem Hintergrund. Und das ist schon interessant. Ja, da gibt es auch Leute, die dann neugierig sind, die mehr Fragen haben als ideologische Beiträge zu leisten. Und diese Zusammensetzung macht dieses Experiment für mich meiner Meinung nach nützlich. Das ist ein Schritt in Richtung Antworten. Das ist vielleicht wichtiger, dieser Schritt, als die Antworten selber. Darf ich da noch was fragen? Wenn Sie über Wikigender hinausschauen, Online-Aktivismus genereller betrachten, Sie wissen ja, dass die ägyptische Revolution falsch als Facebook-Revolution oder WhatsApp-Revolution bezeichnet worden ist. Na gut, Technologie hat eine Rolle gespielt, aber wahrscheinlich wurde das überbewertet. Aber es ist ein wichtiger Raum. Und wenn man jetzt über diese beschränkte, kontrollierte Räume wie Wikigender hinausdenkt, gut, es ist okay, man kann bestimmte Räume physisch nicht verlassen oder muss sie nicht, aber außerhalb solcher Räume sieht man jede Menge Kommentare, Hassrede und viele Leute sagen, nee, also da will ich nichts mit zu tun haben mit solchen Bildern. Aber was passiert da online? Was sind die Herausforderungen? Ist das immer überall das Gleiche, die Herausforderung? Nun, Kommunikationstechnologie hat natürlich emanzipatorische Eigenschaften, aber auch natürlich Unterstützung der Unterdrückung. Wir haben das ja gesehen, das ist ja passiert. Wir sehen das ja überall. Es passiert ja überall. Diskussionen über Datenschutz, über private Sphäre, globale Konzerne, die Rolle dieser Datenschutzrichtlinien oder auch Technologien wie Gesichtserkennung und so weiter. Technologie hat keine Meinung, wie sie verwendet wird. Was ist aber passiert bisher? Nicht-demokratische Regierungen haben sehr viel gelernt, wie man diese Technologien zum eigenen Nutzen verwendet. Das heißt, diese Periode, von der Sie sprechen, 2011 und davor, da haben Einzelpersonen, politisch aktive Gruppen, die hatten die Oberhand, was die Technologienutzung angeht. Aber heute würde ich argumentieren, dass die Regierungen jede Menge Ressourcen hier alloziert haben und sind jetzt nicht nur gleichgezogen, sondern sind sozusagen überlegen. Es gibt viele, die darüber ja schreiben und die sehr gute Analysen geschrieben haben dazu. Entsprechend bin ich der Meinung,
dass der soziale Aktivismus weiter menschliche Aspekte haben sollte und nicht einfach nur technologieabhängig sein sollte. Und deswegen glaube ich, dass Community Building im Bereich von Wikigender besonders wichtig ist. Was wir gelernt haben in der sozialen Interaktion zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist mindestens so wertvoll wie reines Wissen. Ja, vielen Dank. Wir haben von der Community vor Ort gehört, virtuellen Community, aber ein wichtiges Thema ist natürlich auch die Diaspora. Ahmed Said konnte leider heute nicht kommen, er ist krank geworden, aber hat einen Essay-Contest zum Thema Diaspora erst angestoßen. Menschen, die in der Diaspora leben, sollten schreiben, wie sie sich fühlen. Was ist der Wert des politischen Austausches hier? Wie kommt man zu dieser Community? Wie gehört man zur Community? Wie kommt man zusammen? Und, ja, vielen Dank. Wenn wir von Diaspora sprechen, in der Diaspora wurde in der Vergangenheit nur als Einkommensquelle gesehen. Man ist ein-, zweimal im Jahr zurück ins Land gekommen, war dann im Ausland, hat Geld nach Hause geschickt. Wir sehen heute eine andere Diaspora, die sich seit 2011 entwickelt. Manches ist das neu, weil es Neuankömmlinge sind in Deutschland. Gibt es eine große syrische Diaspora jetzt, einer neuen ägyptischen intellektuellen Diaspora. Berlin ist hier geworden, ja, fast zu dem, was London für die arabischen Journalisten und Aktivisten vor 20 Jahren war. Berlin spielt heute diese Rolle. Und diese neue Diaspora ist anders als die der älteren Generation. Erstmal sind sie sehr viel politisch aktiver in ihren Ländern. Sie verfolgen die Entwicklung vor Ort enger. Ja, man ist physisch nicht präsent, deswegen folgt man über verschiedene Medien. Man versucht ihre Stimme abzugeben. Manche fliegen nach Hause und versuchen abzustimmen dort. Und es gibt verschiedene Diasporas und der Raum mag vielleicht, der hier besetzt wird, nicht lokal oder virtuell, sondern irgendwas dazwischen. Und es gibt da sehr viele interessante Beispiele für sowas. Ich gebe Ihnen eins für mein Heimatland, Libanon. Bei den jüngsten Protesten, die haben da Aktivisten aus dem Ausland online für die Aktivisten in Beirut Sandwiches sozusagen per Internet bestellt, damit die was zu essen kriegen. Das heißt, die Leute saßen in Dubai oder sonst wo und haben dann bestellt übers Internet und haben gesagt, hier schickt an diese Leute in Beirut 50 Sandwiches, ich zahle dafür. Und wir sehen dann auch Leute bestimmter Communities, die in ihrem Store immer Geld geschickt haben für die Familien. Die haben sich über Facebook-Gruppen organisiert. Eine tunesische Diaspora aus einer Stadt. Einige waren in Frankreich, in Nordamerika und sonst wo. Einige in Deutschland. Und die haben dann entschieden, nicht von uns schickt jeder 200 Dollar, sondern wir reden jetzt mit dem Bürgermeister, legen zusammen und dann bauen wir ein Jugendzentrum. Das ist eine neue Art. Ja. Im Irak gibt es ja seitens der irakischen Community in London ähnliche Dinge. Diese Dinge entwickeln sich sehr schnell, sehr interessante Aspekte, die wir da sehen. Und nicht nur in Bezug auf konkrete Projekte, sondern auch Vehikel neuer Ideen. Die Leute in der Diaspora tauschen sich natürlich auch über ihre Zweitländer aus, aber auch mit anderen Diasporas. Und man lernt voneinander. Könnte von der armenischen Diaspora lernen, wie die sich organisiert haben, von einer anderen arabischen Diaspora, die es schon eine Weile gibt. Was wir versuchen bei AIA, ist das besser zu verstehen. Wir versuchen herauszustellen interessante Initiativen und versuchen, diese Ideen sozusagen breiter zu streuen. Wenn wir uns jüngere Beispiele anschauen,
zum Beispiel hier die libanesische Diaspora, die finanziert jetzt eine Denkfabrik in Libanon, die Reform vorantreibt. Das ist also politisch jetzt. Es ist nicht mehr so, komm, kriegst du Geld, mach was du willst damit. Nein, wir wollen ein Mitspracherecht haben, sagen die Leute jetzt. Und wenn wir uns die irische Diaspora anschauen, deren Rolle und was die gemacht haben, oder die armenische oder der jüdischen, dass die können langfristige Wirkungen auf ihre Ursprungsländer haben. Wir haben einen Studentenpreis. Wenn jemand hier ein Universitätsstudierender ist und ein Op-Ed schreiben will, 1200 Worte über deren Idee einer Diaspora, schicken Sie das uns. $500 kriegen wir dafür. Ja, kleine Werbung am Rande hier. Dina, wir haben gesprochen von der Verbindung zwischen verschiedenen Diasporas. Das sehen wir in Deutschland ja nicht so häufig. Wir sehen hier jetzt aber viele Flüchtlinge und die Verbindung zwischen ihnen und zwischen anderen Diasporas. Wie sieht das von Ihnen aus? Wie viel interagieren Sie? Also ich denke, dass das interessant ist, wie sich das in den vergangenen Jahren organisch entwickelt hat, ohne ein formelles Gerüst, sondern das passiert einfach da, wo man syrische Aktivisten beispielsweise auf algerische Aktivisten treffen, auf syrische und so weiter. Also die kommen irgendwie zusammen, haben beispielsweise Protest organisiert, Solidaritätsbekundung für Libanon oder andere Länder, kommen zusammen, halten Reden, organisieren sich. Und ich denke, dass es hier ein Verständnis gibt, das sich zunehmend entwickelt, dass es natürlich einerseits wichtig ist, mit der eigenen Gemeinde zu interagieren, aber natürlich, dass man auch voneinander abhängig ist in Bezug auf Solidarität, dass also verschiedene Diasporas zusammenarbeiten, natürlich immer mit der Heimatgemeinde, aber auch zwischen den Diasporas, dass man Informationen, Erfahrungen, Wissen austauscht, insbesondere in Bezug auf ältere Revolutionen, jüngere Revolutionen, Sudan, Ägypten, Syrien und so weiter. Also das passiert einfach spontan und organisch zwischen verschiedenen Aktivisten in letzter Zeit. Und ich denke, vor einigen Monaten gab es auch eine sehr interessante Veranstaltung, eine Organisation in der Diaspora auf Arabisch, und das nannte sich vorbei Adopt a Revolution, also nimm eine Revolution an. Und wir kamen zusammen als Syrer, Sudanesen, Ägypter, und wir haben darüber diskutiert, welche Aktivitäten wir in der Diaspora durchführen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, welche Rolle wir innehaben. Und in diesem Sinne, denke ich, gibt uns die Diaspora den Raum, um wirklich sehr eng mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen zu interagieren, aber auch nicht nur mit der arabischen Diaspora, sondern auch in Lateinamerika, mit der lateinamerikanischen Diaspora zusammenzuarbeiten, wo man kolumbianische Aktivisten findet, die zusammen beispielsweise mit sudanesischen Aktivisten zusammenarbeiten. Also in diesem Sinne ist das so, dass diese Diaspora uns ermöglicht, diese Interaktion zu haben mit den verschiedenen Erfahrungen, oder ermöglicht sozusagen den Austausch auf eine viel schnellere Art und Weise, wenn man eben in diesem lokalen Kontext sich befindet. Möchten Sie da noch etwas hinzufügen, Ahmed? Sie sind hier im August, glaube ich, hergekommen. Ja, also ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit den verschiedenen Diasporas gemacht. Also da kann ich leider nichts Signifikantes dazu beitragen. Jetzt möchte ich alle Sie dazu einladen, Fragen zu stellen. Wenn Sie Fragen haben, dann machen Sie sich bemerkbar auf Englisch oder Deutsch. Gerne hier bemerkbar machen. Bitte fassen Sie sich kurz in Ihren Fragen. Und wenn Sie jemand Spezifischem auf dem Podium haben, dem Sie die Frage gerne stellen würden, sagen Sie das bitte auch. Solange ich hier keine Wortmeldung sehe, werde ich einfach mein Privileg hier vorne weiter nutzen und weiter fragen. Sie können auch noch kurz überlegen, weil ich noch eine ganz wichtige Frage habe. There is still one very important question. Also es gibt immer noch eine wichtige Frage, die ich habe. Also solange ich jetzt nicht sehe, dass jemand die Hand hebt, werde ich einfach selber weitermachen, weil ich noch sehr wichtige Punkte ansprechen möchte.
die aufgrund ihrer Redebeiträge oder Artikel mir im Kopf sind. Sie haben über den ägyptischen Staat gesprochen, wie er Dissens entgegentritt und wie Aktivismus entweder unterdrückt wird oder sonst wie beiseite geschoben wird. Sie haben auch über das Lernen gesprochen, auch in der Gemeinde. Sie organisieren sich, finden verschiedene Wege, sich dem zu entziehen. Jetzt nochmal zurück zur deutschen Ägyptenpolitik. Haben Sie den Eindruck, dass es auf der europäischen Seite einfach keine Lernkurve gibt, dass es da keine Solidarität gibt von dieser Seite? Oder gibt es etwas, was man hier natürlich verbessern könnte? Was wäre Ihr Ratschlag? Also wie könnte man stärker mit sich die Leute anschauen, die partizipieren wollen und die ihre Ansprüche durchsetzen wollen? Ich denke, das ist immer eine der schwierigsten Diskussionen und ich muss hier eine sehr schnelle und komprimierte Antwort finden. Normalerweise frage ich meine deutschen Kollegen und Freunde oder wir setzen uns einfach zusammen und versuchen hier gemeinsam etwas zu überlegen. Also meine deutschen Freunde und Wissenschaftler sind eigentlich in einer besseren Position, um mir zu sagen, also wie man hier eine substanzielle Solidarität gemeinsam aufbauen kann und wie können wir besser mit der Regierung zusammenarbeiten, um ein anderes Bild zu zeichnen. Aber ich würde sagen, dass einer der Mythen, den ich höre, seit ich hier bin, ist, dass das gegenwärtige Regime gut für die Stabilität sei. Und das ist auch einer der Punkte, der mich enttäuscht hat, also wie Deutschland sich offensichtlich mehr Gedanken darüber macht, Grenzen zu schließen und die Migration zu unterbinden, als das, was letztendlich auch die Politik in puncto Ägypten ist. Also vielleicht ist das eine Sache, wo wir die Perspektive einfach etwas verschieben können, verändern können. Also diese migrationsgetriebene Politik sozusagen, also das ist der einzige Grund, warum Deutschland bestimmte Regime unterstützt oder nicht. Also dass man eben versucht, auf diese Art und Weise Migration zu unterbinden. Das ist sozusagen das Hauptziel. Und das ist auch in gewisser Weise entmenschlichend. Also wenn wir hier zusammenarbeiten könnten, um diese Mentalität, diese Denkweise, die Politik zu verändern und uns viel mehr produktiver einbringen können und auch gleichberechtigter, die Ägypten, genau wie die Deutschen, streben natürlich nach Demokratie, wollen einen besseren Lebensstandard und sehen natürlich auch diesen gemeinsamen Kampf, dieses gemeinsame Streben und sehen auch die gemeinsame Bedrohung. Sie wollten etwas hinzufügen, weil das ist natürlich auch Ihr Thema in Bezug auf die Menschenrechte. Also es geht hier um den Sicherheitsdiskurs, Migrationsdiskurs. Nadim, Entschuldigung, da konnte ich jetzt nicht widerstehen. Also ich möchte sagen, also das, was Dina gesagt hat, was sehr wichtig ist, ist das Wort Solidarität. Also was ich an diesen Artikeln besonders gut finde, ist, dass sie sehr nuanciert sind, sehr ausgefeilt sind, sehr komplex sind. Also diese Überreduktion, also der Nahe Osten, Nordafrika wird in Diskussionen häufiger reduziert. Also entweder wird die Revolution romantisiert oder man findet die Revolution nicht gut. Also sehr vereinfacht. Aber die Wahrheit ist, dass diese Gesellschaften sehr lebendig sind, sehr komplex, mit guten und schlechten Seiten, wie jede andere Gesellschaft auch. Und natürlich sind das auch Nachbarn. Also die Idee sollte hier sein, dass man eine nuanciertere Herangehensweise entwickelt und dass man erkennt, dass abgesehen von den Ängsten, den Projektionen, den Phobien, es eigentlich viele Ähnlichkeiten gibt. Es gibt hier eine arme städtische Bevölkerung, auch wenn das Ausmaß vielleicht anders ist als in Berlin und man braucht hier vielleicht keine Herangehensweise von oben nach unten, aber dennoch gibt es Dinge, von denen wir gemeinsam lernen können und ich denke, das ist sehr wichtig. Und das Zweite ist, diese Länder sind jetzt nicht Deutschlands oder Europas Last. Sozusagen, wir müssen diesen Komplex, also diese Last des weißen Mannes sozusagen loswerden. Also, und im zweiten Schritt müssen wir
sagen, also gegenwärtig ist es so, dass die Politik der meisten europäischen Länder mit Bezug auf Ägypten, aber auch andere Länder, die Situation verschlechtern. Also Libyen, Ägypten, da gibt es so viele Länder, die man auch hier auf die Liste setzen könnte, wegen der Sicherheit, der Kontrolle der Migration, besser den Teufel, den man kennt, als den Teufel, den man nicht kennt und so weiter. Das ist so, dass die Regierungen und die Steuerzahler bewusst oder unbewusst gezielt oder nicht gezielt, also vielleicht auch mit guten Intentionen, aber dies unterstützen. Technologien werden eingesetzt, um Aktivisten zu jagen, zu verfolgen. Und das sind aber keine Ingenieure in Ägypten, die sie entwickelt haben. Es sind Dinge, die aus Europa importiert werden. Und da wird zum Beispiel gesagt, wir wollen diese Technologie von euch, von den Europäern, um gegen Terrorismus zu kämpfen. Punkt Nummer eins. Zweitens, wenn man, also ich wünschte, dass Deutschland und Europa so viel Transparenz einfordern würde in Bezug auf die Ausgaben der Steuergelder in diesen Ländern wie in ihren eigenen Ländern. Warum wird das Geld eingesetzt, um korrupte Regime zu unterstützen? Und diese Regime werden dadurch natürlich stärker. Und ich denke, ja, vielen Dank. Ich denke, ein großer Aspekt, diese Legitimität von Regimen wie Sisi und Saddam in den 80er Jahren, Gaddafi oder Assad und so weiter und so fort, rührt daher, dass sie es irgendwie geschafft haben, die Menschen im Westen davon zu überzeugen, dass sie verlässliche Partner seien. Aber die Gesellschaften in diesen Regionen sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diese Machthaber nicht mehr, wir wollen nicht mehr dieses patriarchalische System oder diese Patriarchen, die uns seit 40 Jahren dominieren. Natürlich gibt es hier keine einfache Lösung, aber in diesen Räumen, mit diesen Erfahrungen, auch wenn es jetzt nur 40 Menschen sind, 40 Menschen, die sich vielleicht nicht einmal gut kennen und nicht einmal im gleichen Land leben, dass sie zusammenarbeiten, Vertrauen aufbauen, das ist wirklich eine revolutionäre Handlung. Eine Gesellschaft, in dem einem gesagt wird, man muss auf das hören, was der Vater sagt, was der Lehrer sagt, was einem der Machthaber sagt und so weiter. Dann ist es natürlich eine Revolution, wenn man sagt, na, wir müssen selber die Regeln festlegen. Das lässt sich am besten machen oder diese neue Gesellschaft lässt sich am besten bilden, indem man diese von den Bürgern geführten Initiativen unterstützt. Und wenn man helfen will, muss man sicherstellen, dass Deutschland keine tödliche Technologie in diese Länder exportiert. Stellen Sie sicher, dass Deutschland nicht Projekte finanziert, Infrastrukturprojekte in Ägypten, die die Umwelt zerstören, die Bürger vertreiben. Das sind Dinge, die die Bürger in Berlin nicht akzeptieren würden. Warum sollte das also in Kairo okay sein, aber nicht in Berlin? Also das ist das, was ich fordere. Vielen herzlichen Dank, Nadim. Jetzt gibt es hier eine Frage. Zwei Fragen eigentlich sogar. Also zunächst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Redebeiträge und Aktivitäten. Das ist wirklich sehr interessant. Ich habe zwei Fragen an Ahmad. Und es tut mir leid, dass ich Ihre Projekte jetzt erst kennengelernt habe. Also ich stelle vielleicht Fragen, die jetzt ja, vielleicht nicht ganz so also etwas einfacher sind. Also es sind ja wissenskreierende Plattformen, die Sie mit Frauen und Männern gegründet haben. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie wirkt sich das auf die Offline-Welt aus? Oder was ist hier die Verbindung? Und bekommen Sie auch Input aus der Offline-Welt oder arbeiten Sie auch mit Offline-Projekten zusammen? Also außerhalb des Internets. Und zweitens haben Sie ja gesagt, Sie haben versucht, Ideologien wie den Marxismus oder Islamismus oder Feminismus einzubinden. Was machen Sie, um arme Frauen zu erreichen, die vielleicht keinen Zugang zum Internet haben, die vielleicht auch nicht lesen oder schreiben können, also Analphabeten sind? Ja, das würde ich gerne wissen von Ihnen. Also in Bezug auf die erste Frage, also die physische Existenz oder das Gesicht dieses Projektes, also kann ich sagen, dass das Projekt genauso offline existiert wie auch im Cyberraum, weil die meisten Inhalte und das Material, das auf der Webseite veröffentlicht wird, wird letztendlich in Gruppenarbeiten erarbeitet. Die Menschen kommen also wirklich zusammen, setzen sich hin und erarbeiten dieses Material gemeinsam. Und es gibt eine lange Geschichte der Kollektive und auch Nichtregierungsorganisationen in Kairo und Beirut und auch in anderen arabischen Städten, die in
diesem Bereich arbeiten, also Frauenfragen, Genderstudien. Und sie haben unheimlich große Ressourcen, die nicht zugänglich sind für die Öffentlichkeit aus verschiedenen Gründen, weil sie beispielsweise in physischen Bibliotheken sich befinden oder in Büros, in Gebäuden, wo es Zugangsbeschränkungen gibt oder Schwierigkeiten, dorthin zu gelangen. Und Teil der Rolle der Gruppe, die sich die Gruppe selber gegeben hat, ist es, dass sie schrittweise dieses Wissen transferieren und in eine Form bringen, die zugänglicher ist, leichter zugänglicher für die Öffentlichkeit. Und so wird beispielsweise in wöchentlichen Sitzungen unter der Überschrift nach dem Wiki, das heißt so viel wie lasst uns etwas aus der Wiki lesen, durchgeführt. Und das sind sozusagen Studiengruppen, Studienzirkeln. Sie kommen zusammen, setzen sich hin, diskutieren ein Thema, einigen sich oder einigen sich auch nicht auf bestimmte Dinge. Also dieser Aspekt ist wirklich sehr präsent im Projekt bisher. Und das passiert beispielsweise im Beiruta-Kollektiv. Und das ist quasi ein Ableger von dem, was in Kairo gegründet wurde. Das gibt es jetzt eben auch in Beirut und auch in Tunis. Gibt es ebenfalls einen Ableger. Das heißt, es gibt hier regionale auch Aspekte, die mit in die Projekte eingebunden werden. Zweitens, der zweite Teil der Frage, können Sie mich vielleicht noch mal daran erinnern? Die Arm, okay, genau. Das ist etwas schwieriger, weil das Projekt hängt natürlich davon ab, dass man lesen kann und auch Wissen produziert wird. Also das betrachtet sich nicht als etwas, also wie andere Initiativen, die darauf abzielen, zu bilden oder aufzuklären, arme Frauen aufzuklären in Bezug auf Gleichberechtigung und Genderfragen oder wie bestimmte sozio-wirtschaftliche Systeme ihr Leben beeinflussen. Also das sind Projekte hier, die ihre eigene Art der Durchführung haben und ihres Managements. Aber das, was wir machen, ist anders. Also die Personen, die bei uns teilnehmen, werden vielleicht als Teil der intellektuellen Elite betrachtet, vielleicht nicht der wirtschaftlichen Elite, aber der intellektuellen Elite, die natürlich auch lesen und schreiben können und die genug Ressourcen haben, um hier auch studieren zu können sozusagen oder diese Studienzirkel zu gründen. Das ist also nichts für jeden. Also viele müssen einfach tagtäglich arbeiten, um überleben zu können. Die haben einfach nicht genug Ressourcen für eine ausreichende Bildung, um so etwas zu machen oder globale Diskussionen zu führen über Urbanismus oder Ähnliches oder Frauenfragen. Also bei diesem Projekt sagen wir nicht, dass wir eine Basisinitiative sind, die von Dorf zu Dorf geht in Ägypten, sondern es ist vielmehr ein Versuch oder das Streben, Menschen zu unterstützen, die hier auch teilnehmen können. Also das wäre vielleicht die beste Antwort, die ich Ihnen geben kann darauf. Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir hier noch eine Frage. Ja, es geht um eine etwas allgemeinere Frage, also um die Räume der Freiheit, die Sie als Aktivisten oder Journalisten in Ägypten haben heutzutage. Weil es gibt so die Ansicht, dass jede abweichende Meinung unterdrückt wird, dass niemand etwas machen kann. Aber in Beirut beispielsweise nehme ich manchmal an einer Jury teil, die Journalismuspreise für die ganze arabische Welt auslobt. Und unter den mutigsten Ausgezeichneten hatten wir Ägypter. Und wir haben dann immer gefragt, na, wie könnt ihr das veröffentlichen? Und dann wird gesagt, naja, hier haben wir verschiedene Nachrichtendienste und so weiter. Wir versuchen da durchzukommen. Also wie eisern ist die eiserne Machtausübung in Ägypten? Ist das so wie im Irak unter Saddam Hussein? Oder gibt es verschiedene Machtzentren, wo man quasi sich so durchlavieren kann, wo manchmal an bestimmten Orten genug Raum gibt, was man aber schwer erklären kann? Also ich würde gerne ein paar Fragen sammeln und dann beantworten wir sie am Ende. Ich möchte gerne das Thema aufgreifen und an Sie alle gerichtet fragen, wie stellen Sie sicher, dass die Nachrichtendienste und Sicherheitskräfte nicht die Opposition unterminieren und infiltrieren, auch im Online-Bereich? Und wie gehen Sie mit der staatlichen Überwachung um?
Okay. Meinen Sie... Ich möchte auch noch darauf zurückkommen, also nicht nur auf die technischen Aspekte, sondern wie... was passiert mit den Gefühlen der Menschen? Also wie fühlen sich die Menschen, dass sie sich entscheiden können, daran teilzuhaben? Also ist das in der Diaspora beispielsweise anders als lokal? Wie können sie mit dieser komplizierten Frage umgehen? Meine Frage dreht sich um die Solidarität. Also das ist ein Terminus, der eigentlich in die Zeit des Kalten Krieges gehört. Und es wird jetzt klar, dass die Herausforderungen für die Menschheit eigentlich überall gleich sind. Umwelt, Krieg, Flüchtlinge. Also ich denke, dass die politischen Bewegungen, die sagen, dass sie progressiv sind, dass sie demokratisch sind, ich denke, dass diese Bewegungen einen anderen Diskurs, ein anderes Wort finden sollten. Also Solidarität, da hat man einen Fall, noch einen Fall, aber ich bringe Ihnen Mitgefühl gegenüber, aber jetzt beispielsweise haben wir Boris Johnson, der Trump gegenüber kein Mitgefühl heißt. Er arbeitet mit Trump zusammen, er kollaboriert. Und dann gibt es Rechtsextremisten, die eine Plattform haben. Sie sind zwar Nationalisten, aber sie arbeiten trotzdem zusammen, länderübergreifend. Also ich denke, dass es hier an der Zeit ist, ein neues Wort zu erfinden, anstatt diesen Terminus Solidarität. Vielen herzlichen Dank. Ja, diese Fragen geben wir jetzt an das Panel wieder. Raum des Aktivismus, wie kann man den aufrechterhalten? Dass die eiserne Faust, wie eisern ist die? Die Gefühle, das kam auch von Ihnen, ja, Lina, diese emotionale Verbundenheit. Und dann ist die Frage der Solidarität, brauchen wir ein neues Wort? Wer möchte? Wie kann man Widerstand leisten, auch noch heute? Ich finde das schon faszinierend. Ich bin Ägypterin, ich bin hier eingebunden und es geht nicht um konkurrierende Machtstrukturen, das kann sein, sondern ich denke, es geht um Mut, um Resilienz, um sich da durchzulabieren. Was für mich nach wie vor faszinierend ist, diese Erfahrung mit Maspero. Ich habe mit den Leuten mich treffen können, auch nach den letzten staatlichen Repressionsmaßnahmen. Ich weiß es immer noch nicht. Ich verstehe es nicht, warum sie Widerstand leisten. Es ist einfach, dass sie glauben an die Sache und mutig sind und leidenschaftlich sind. Ich glaube, daran liegt es. Was die Gefühle angeht, dieses Gefühl der Unsicherheit ist im Land selbst und in der Diaspora immer führend. Das heißt, man überlegt sich immer, was kann man sagen? Es gibt Paranoia, Angst, Gefühle, aber manchmal hat man keine Wahl. Was Maspero, da ist die Heimat in Gefahr und dann hat man keine andere Chance, muss überleben. Da hat man nur die Chance, Widerstand zu leisten. Aber dieses Gefühl der Unsicherheit, das ist natürlich ein Grund, warum die Leute nicht auf die Straße gehen oder nicht aktiv werden. Ich stimme Ihnen zu. Wir brauchen eine gemeinsame Plattform. Wir haben Bedarf an weiterer Zusammenarbeit, damit die Gedankenflüsse sind ganz schlecht organisiert. Was wo auch immer, in der linken, in der Mitte-Links-Fraktion. Die Herausforderungen könnten uns vielleicht bewegen, eine gemeinsame Plattform hier zu entwickeln. Aber ich stimme grundsätzlich zu.
dem kann ich wenig hinzufügen. Ich wollte schon sagen, dass ich weiß, worauf Sie sich beziehen, auf diese faszinierenden Berichte. Ja, das Büro wurde vor einem Monat zugemacht. Das sind jetzt leichte Beute als gemeinsame Organisation, als Kollektiv. Sie haben, Ihre Stimme ist jetzt gehört. Sie machen eine Arbeit, an der die Menschen weltweit Interesse zeigen und haben die Stimme erhoben. Und wenn Sie wieder überfallen werden, werden Sie wieder die Stimme heben. Aber wenn Sie natürlich aufhören, ja, wenn Sie Ihre Stimme nicht mehr erheben, dann ist eigentlich das Ziel des Regimes erreicht. Man will die Leute zu Schweigen bringen. Aber jedes Jahr, zum Jahrestag der Revolution, geht es los, gehen die Leute wieder auf die Straßen. Und das ist jetzt jenseits des Mikrofons, und das können wir leider auch nicht dann verdolmetschen, wir das auch nicht hören. Ja, das stimmt. Und dann spielt das natürlich eine Rolle, dass wir von überall arbeiten können. Die Arbeit endet nicht, wenn die Lizenz sozusagen zurückgenommen wurde, wenn das Büro geschlossen worden ist. Der Staat hat diese Lektion gelernt und der Staat denkt sich, ach, wir lassen diese Büros lieber offen und haben ein Auge auf sie. Ja, da hat der Staat auch gelernt und das sind Dinge, die passieren. Wollten Sie noch was sagen zur Vermeidung von Infiltrations, also und zur Solidarität? Nein, Infiltration. Da gibt es kein Allheilmittel dagegen, wenn man sich entscheidet, öffentlich zu arbeiten. Es sei denn, man ist komplett in den Untergrund gehen und dann ist man eine Geheimgesellschaft, dann erreichen Sie nichts. Da kriegen Sie keine Vertrauensbildung. Ja. Solange Sie öffentliche, friedliche Arbeit machen wollen, dann gibt es keine Chance, Infiltrationsattacken zu vermeiden. Man muss immer mit der Annahme arbeiten, dass man sozusagen zuhört, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen Kollaborateure auch sind. Das ist immer das Risiko. Ein paar Dinge. Die Sache der Solidarität, das ist eine wichtige Frage, die Sie darstellen. Wir können ein neues Wort uns ausdenken oder Solidarität dann eine neue Bedeutung geben, eine neue Bedeutung. Das ist vielleicht die Frage. Aber die größte Herausforderung, nicht nur in Ägypten und in vielen Ländern in der Region, aber auch in Europa, da gibt es jede Menge Bewegungen, die horizontal sind, insbesondere in der Jugend. Die wollen keine Struktur. Wir sahen das ja auch mit den Gilets Jaunes, den Gelbwesten in Frankreich. Die wollten keinen Vertreter, keine Vertreterin. Sie haben gesagt, nee, wir organisieren uns nicht. Und mit wem sind Sie dann solidarisch? Wen unterstützen Sie? Das wäre dann die nächste Diskussion. Und da haben wir eine Herausforderung. Was wir uns angucken, 2011, da gibt es jede Menge neue Energie seitdem. Die Gesellschaften sind sozusagen aus dem Kühlschrank genommen worden. Die leben jetzt. Manchmal ist es natürlich chaotisch. Wie nachhaltig werden diese Initiativen sein? Das ist natürlich die große Frage. Aber die Kräfte der Gegenrevolution, da gibt es verschiedene Kräfte. Die zählen, die hoffen, dass die Zeit für sie spielt. Sie sind reich, sie sind, die lernen, sie kaufen die Technologie aus dem Westen, die haben die Unterstützung des Westens. Und die sagen auch, diese Revoluzzer, die werden erschöpft sein, bevor wir es sind. Und das stimmt auch gelegentlich. Wir sehen neue Formen intermittierenden Aktivismus. Das heißt, es gibt Aktivisten, die einen Time-Out nehmen. Man will ja auch leben. Man ist doch mental erschöpft.
Und dann machen die Leute Timeout, dann machen sie mal ein, zwei Jahre keinen Aktivismus, dann machen die was anderes. Und dann kommen sie wieder in einer anderen Form. Und das wird ein interessantes Phänomen sein. Bringt das neue Nachhaltigkeit für die Bewegung? In der Vergangenheit hatten wir ja diese alten Oppositionsbewegungen in der arabischen Welt, ja. War in der kommunistischen Partei oder in der islamistischen Partei top-down, sehr strukturiert, Kohäsion. Aber wenn die Führer und Führerinnen weg waren, dann wurden die geschwächt. Jetzt ist das diffus. Man weiß nicht, wer sind die Führerinnen und Führer. Man hat hier und da ein paar Führungsleute. Aber es kommen Leute rein, es kommen wieder Leute, gehen wieder. Wenn sie erschöpft sind, dann machen sie Ruhe, ziehen sich zurück. Und man wird das in Ägypten vielleicht sehen, aber in Syrien sieht man das. Es gibt vielleicht ein paar Beispiele auch aus Ägypten. Und das wird interessant sein. Das letzte Beispiel zu den roten Linien. Das Traurigste in Ägypten ist ja, ich habe ja auch viel zu Syrien gearbeitet und Irak gearbeitet. Ja. Aber was Ägypten angeht, ist es so, dass die Regime in den anderen Ländern hatten auch diese roten Linien, aber die waren nie richtig definiert. Einige rote Linien waren sehr klar. Man wusste, wenn du darüber gehst, eine klare rote Linie ist in Ägypten, ist man von der muslimischen Brüderschaft. Ja. Und sonst weiß man es nicht so genau, wo die roten Linien sind. Und dann ist die ewige Frage, warum ist der verhaftet worden und nicht die? Und das ist diese Paranoia in Syrien. Und dieses Regime hat das jetzt importiert in die ägyptische Gesellschaft, diesen Virus aus Syrien sozusagen. Das reduziert die Kosten der Repression, weil man immer viel Energie verschwendet darauf, bin ich jetzt über der roten Linie oder noch nicht? Und der zweite Punkt, warum haben die Diener verhaftet, weil sie das gesagt hat. Und Ahmed wurde nicht verhaftet. Also ist Ahmed vielleicht ein Informant. Und so schafft man Misstrauen zwischen Aktivisten. Und das ist in Syrien der Fall gewesen. So hat man versucht, nachhaltig den Aktivismus zu schwächen und das Misstrauen zu sehen. Vielen Dank für die Beiträge hier. Wir arbeiten in Ägypten. Wir haben ein Projekt dort zu Lokalwahlen. Die Lokalwahlen sollen stattfinden nach der neuen Verfassung und passiert aber nicht. Was denken Sie? Wie lange geht das weiter, dass die lokalen Ratswahlen verschoben werden? Und wenn sie dann passieren würden, wäre das dann ein politischer Raum, der ermöglicht eine echte politische Partizipation? Ferdinand, Adopt the Revolution. Nadim hat etwas gesagt zu Beginn, dass der neue soziale Kontrakt in der arabischen Welt es den noch nicht gibt und dass der alte soziale Kontrakt 2011 oder 2014 in die Binsen gegangen ist. Sie sagten zum Thema Solidarität, die Gesellschaften sind jetzt aus dem Kühlschrank genommen worden und jetzt gibt es jede Menge Energie. Die Frage ist, wann wird es einen neuen sozialen Kontrakt geben? Und die zweite Frage ist dann, ist das eine Frage von 10, 20, 100 Jahren? Haben Sie da eine Theorie dazu oder auch die anderen Panelistinnen? Und wie sieht's aus? Welche Möglichkeit gibt es für diese Gesellschaften, einen neuen sozialen Kontrakt zu entwickeln? Das ist wahrscheinlich die 100.000-Dollar-Frage. Wenn man sich die verschiedenen arabischen Länder anschaut, die sind alle in unterschiedlichen Phasen im Moment. Und ich weiß nicht, wo es dann einen neuen sozialen Kontrakt geben wird, der es diesen Staaten ermöglicht, wieder halbwegs stabil zu sein. Würde mich interessieren, wenn Sie dazu was haben.
ja, wir haben natürlich noch genug Zeit für kurze Antworten. Erstmal zu den Gemeinderatswahlen, dann zu den neuen sozialen Kontrakten. Haben wir eine Zeit? Sehen wir eine Zeit? Werden wir sie noch erleben, wo es das gibt? Und dann verbinden Sie bitte diese Antworten mit Ihrem letzten, mit dem Abschlussstatement. Vielen Dank. Ich fange an mit Nadim. Zu den Gemeinderatswahlen. Ich denke, dass das Regime in Ägypten diese abhalten wird, wenn sie sehen, dass es die Notwendigkeit gibt, Gemeinderäte zum Abfedern von Wut nutzen. Mubarak hat das gemacht, zum Beispiel. Er hat die auch instrumentalisiert, die Gemeinderäte. Im Moment ist es im Regime sehr top-down. Da gibt es wenig Absorptionsmöglichkeiten, wenn es massiven Schock gibt. Es gibt jede Menge Repression, ähnlich wie das syrische Modell. Da gibt es dann keinen sozusagen Schockabsorber mehr. Und sie mögen, das Regime mag das interessant finden, das zu schaffen. Die haben jetzt noch keine lokale Maschinerie. Sie haben dann nicht investiert. Vielleicht eine, es hat nicht investiert in lokale politische Parteien. Ob die das als Teil ihrer politischen Nachhaltigkeit sehen, hier das Regime, diese Gemeinderatswahlen, das weiß ich nicht. Die Sache ist natürlich sehr dynamisch, was da vor Ort passiert. Wir alle arbeiten an einem neuen sozialen Kontrakt. Einige versuchen, einen aufzudrücken. Diese Staaten waren auch in der Vergangenheit niemals stabil. Es gibt immer so eine Annahme, dass die vor 2011 stabil waren und jetzt ist alles chaotisch. Das ist nicht so. Das war in den Ende der 70er Jahre, wurde dieser soziale Kontrakt in den meisten arabischen Ländern gebrochen. Es gab mal einen, nicht unbedingt einen demokratisch basierten. Aber es gab so nach dem Motto, wir geben euch Sicherheit und geben euch eine Lebensgrundlage. Ende der 70er, Anfang der 80er gab es die Repression, aber es gab dann keine soziale Komponente, keine Jobs mehr. Liberale Politik gab es dann. Das heißt, das ist schon gebrochen seit den 80er Jahren. Und diese Länder sind seit dieser Zeit instabil. Erster Golfkrieg und so weiter. Es gibt jede Menge Gründe dafür, für diese Instabilität. Was braucht es, um dorthin zu kommen, zu diesem neuen sozialen Kontakt? Das ist die 100.000-Dollar-Frage. Es gibt einige Beispiele, was in Tunesien passiert. Tunesien braucht viel mehr Unterstützung, um erfolgreich zu sein. In Tunesien versucht man, einen neuen sozialen Kontrakt zu schmieden. Wir haben große Debatten, Säkulare und Islamisten. Man versucht, die Küstenbereiche, die reicher sind, mit dem Hinterland hier was zu bringen. Wir, im Irak, im Libanon sehen wir jetzt Leute, die diese Einzigartigkeit einer bestimmten Kultur als Grundlage für den Nationalstaat zu sehen. Ich hoffe, dass das überwunden wird. Aber wir müssen geduldig sein. Wenn ich europäische Diplomaten treffe, 2011 ist gescheitert. Aber legt euch mal, 1793 hätten wir gesagt, die Französische Revolution ist die gescheitert. Es kam Napoleon, der hatte noch mehr Macht als der König. Aber wir müssen langfristig denken. Diese Länder zahlen jetzt einen hohen Preis. Generationen werden vernichtet. Aber wir müssen philosophisch sein und historisch auch bewusst sein und so helfen, so viel wie wir können helfen hier. Was meinen Sie zu diesen beiden Themen? Ich möchte kurz kommentieren. Nadine hat recht, ja, aber ich habe da noch die Unfähigkeit des Staats, die Sache jetzt noch nicht effektiv zu nutzen. Bisher war der Staat apolitisch. Das war ganz anders als bei Mubarak. Aber langfristig versucht der Staat
die Gemeinderäte zu vermeiden, vollständig. Wenn man die Trends sieht in der städtischen Entwicklung, dann sehen Sie, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner von Kairo in neuen urbanen Communities leben, die nicht mehr im Gemeinderatssystem sind, die direkt verwaltet werden von dieser sogenannten Behörde der neuen Communities. Und das ist Teil des, das ist regierungsbasiert, Regierungsverwaltung sozusagen. Das heißt, viele leben halt heute außerhalb der Reichweite sogenannter Gemeinderäte. Und das, diese Pläne wie der 2050er, Leute vom Land schmeißen, das Land verkaufen an Bauträger, die dann Gated Communities dahin bauen. Und das verändert die Textur des Landes. Das ist vielleicht noch nicht in der nächsten Dekade abgefrühstückt, aber wenn das weitergeht über die nächsten Jahrzehnte, dann wird es nur noch hier und da so ein Restgemeinderat geben. Was jetzt die Gemeinderäte angeht. Erstmal, das weiß keiner, wann diese Gemeinderatswahlen passieren werden. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht im nächsten Jahr. Und vielleicht ist es, was Nadim gesagt hat, Mubarak hatte seine Partei, Gemeinderäte, das sind jede Menge Leute, die leicht infiltriert werden können von Leuten, mit denen der Staat nicht unbedingt arbeiten will. Und da haben wir hier ein Vakuum. Ich denke, sie arbeiten dran, sicherstellen, dass sie das Vakuum füllen können. Die arbeiten nach meiner Kenntnis an Listen mit bestimmten lokalen Jugendgruppen, um sicherzustellen, dass sie diese Listen auch füllen können. Und nur dann wird es diese Gemeinderatswahlen geben. 2011 bis 2014, ich arbeite ja hier mit den Volkskomitees, die sich entwickelt haben in den verschiedenen Bereichen, die waren sehr für Gemeinderatswahlen. Die wollten ihre eigenen Plattformen, hatten schon ihre Kampagnen angestoßen. Viel wurde gearbeitet hier schon mit der Zivilgesellschaft, mit der Graswurzel. Es gab schon zum Halliyet entsprechende Schulungen. Das heißt, was bedeutet es, ein lokaler Gemeinderat zu sein? Das heißt, man wollte auf der Gemeindeebene unbedingt diese Wahlen haben. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass wenn es diese Wahlen dann mal kommen, dass das ein bisschen das Interesse der Leute vor Ort wieder entflammt für sowas. Aber ob man das unabhängige Spektrum da überhaupt dann absorbieren kann, das wage ich nicht zu beurteilen. Und vielleicht könnte es einen neuen sozialen Kontrakt geben. Der ist aber vielleicht nicht unbedingt positiv. Es kann einen geben, der sich da entwickelt in einem dieser Länder, der vielleicht noch übler ist als das, was wir vorher hatten. Also das ist natürlich ein ziemlich düsteres Bild. Und ich denke aber, ansonsten gab es viele inspirierende Gedanken über eine lebendige Gesellschaft und was wir tun können, um sie zu unterstützen. Denken Sie an 2011. Also das konstante Thema muss sein, wie wir verhindern können, dass unsere Regierungen zur Unterdrückung beitragen und derartige Regime unterstützen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Vielen Dank an Dina und Ahmad und auch an die Dolmetscher. Vielen Dank, dass Sie uns alle hier zusammengebracht haben, damit wir diskutieren können. Vielen Dank.